Diese Hypnose wird etwas Unglaubliches für dich schaffen. Sie wird deinen Kopf frei machen von allen Sorgen, von allen Ängsten, von allen Gedanken, die dich noch beschäftigen. Überlege die Formulierung: Die Gedanken beschäftigen dich, als wärst du ein Arbeitnehmer und als hätten die Gedanken das Recht, genau das zu bestimmen, was du tust. Aber es ist umgekehrt. Du kannst über deine Gedanken bestimmen und du kannst dafür sorgen, dass dein Kopf jetzt frei wird, frei von allen Ängsten, frei von allen Alltäglichkeiten. Und dann wirst du eine Tiefe, dann wirst du eine Reinheit, dann wirst du eine Weisheit erleben, die dich ungeheuer stark und ungeheuer glücklich macht. Ich begleite dich auf dieser wunderbaren, auf dieser spannenden Reise. Mein Name ist Martin Wehle und los geht's. Wie ist es möglich, dass deine Gedanken dich beschäftigen und nicht umgekehrt? Das ist nur möglich, weil Gedanken deinen Kopf betreten, die du da eigentlich gar nicht drin haben möchtest. Vielleicht sind es Gedanken an deine Vergangenheit, an das eine oder andere Unrecht, das dir widerfahren ist. Vielleicht sind es Gedanken der Wut, die sich gegen einen Menschen richten, oder der Trauer, oder der Sorge mit Blick auf die Zukunft. Und all diese Gedanken sind nicht gut und sie sind auch nicht schlecht, aber sie sind einfach da. Und die entscheidende Frage lautet: Nützen dir diese Gedanken? Dienen dir diese Gedanken? Helfen dir diese Gedanken, ein besseres, ein erfüllteres Leben zu führen? Und wenn du jetzt Nein sagst, dann lautet die entscheidende Frage: Wie schaffst du es, deinen Kopf von all diesen Gedanken zu befreien? Ich werde dir dieses große Geheimnis in dieser Hypnose verraten. Du wirst erleben, wie sich diese ganzen Gedanken aus deinem Kopf zurückziehen, wie so eine Flut des Meeres, wenn die Ebbe kommt. Stell dir vor, wie die Flut des Meeres bei Ebbe zurück ins Meer rauscht, wie sie den Strand leert und wie dort der pure, reine Sand zum Vorschein kommt. Genau dasselbe wird in dieser Hypnose mit deinem Kopf passieren. Und damit es passieren kann, ist es ganz wichtig, dass du jetzt in diesem Moment ankommst. Lass alles los, was dich jetzt noch beschäftigt. Such dir einen Ort, einen Raum, wo du deine Ruhe hast und ungestört bist. Stell die Klingel aus, stell das Handy aus, zieh dich ganz in dich zurück. Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn du die ganze Welt einmal draußen lassen kannst und mit dir und deiner wunderbaren Innenwelt alleine bist.
Es fühlt sich an, als hätte die Welt heute ihren Ruhetag. Aber dafür hast du dein Bewusstsein geöffnet. Denn je mehr du dir bewusst bist, was in deinem Kopf geschieht, desto besser kannst du es steuern. Ich will es dir an einem Beispiel deutlich machen. Wenn du denkst, dass du als Kind schlecht behandelt wurdest, sei es von deinen Eltern oder von Lehrern oder von Gleichaltrigen, dann beschäftigt dich dieser Gedanke. Dann sorgt dieser Gedanke dafür, dass du Ungerechtigkeit empfindest, dass du die Welt anklagst und dass du ganz viel Lebensenergie dorthin schickst, wo sie nichts mehr bewirken kann. Denn deine Vergangenheit, die ist vergangen. Und erst wenn du dir bewusst wirst, was du denkst, kannst du dich entscheiden, will ich mich von diesem Gedanken beschäftigen lassen? Will ich es zulassen, dass er der Arbeitgeber meines Gehirns ist? Und wenn ja, welche Gefühle erzeugt dieser Gedanke? Denn das ist auch eine Frage des Bewusstseins, dass du dir klar machst, dass jeder Gedanke ein Gefühl nach sich zieht. Schau in deine Vergangenheit und denke an Menschen, die dir Gutes getan haben, an Menschen, denen du dankbar bist. Und schon wird ein gutes Gefühl, ein warmes Gefühl, ein herzliches Gefühl deinen Körper fluten. Aber denke an Menschen, von denen du meinst, sie hätten dir Unrecht getan. Und schon spürst du Frustration, die sich in dir ausbreitet. Schon spürst du Lähmung und schon spürst du Enge. Und darum ist es so wichtig, dass du heute deinen Kopf befreist von allen Gedanken, die ihm nicht dienen. Denn das ist dein gutes Recht, dass deine Gedanken dir dienen und dass nicht du als ihr Diener von ihnen beschäftigt wirst. Und ich werde dir nun zeigen, wie du deinen Kopf von allen Gedanken reinigst, die dich nicht in gute Stimmung, nicht in Energie, nicht in Bewusstheit und in Weisheit versetzen. Und damit uns das gelingt, solltest du jetzt in eine große Ruhe eintauchen. Vielleicht spürst du schon, dass dein Atem immer langsamer wird, immer ruhiger wird und immer tiefer wird. Du atmest ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Mit jedem Ausatmen
lässt du mehr Gedanken los, die dir noch nicht dienen. Und wenn du jetzt auf deinen Körper achtest, wirst du vielleicht merken, dass sich ganz allmählich eine kribbelnde Wärme ausbreitet. Eine Wärme, die sich durch deinen Brustkorb bewegt, als wäre dein Herz ein bullernder, ein nie versiegender Ofen, der seine Wärme, diese kribbelnde Wärmeströmung, durch deine Arme schickt, in deine Hände schickt, in deine Finger schickt. Du spürst, wie die Wärme kribbelt und wie sie wandert durch deinen Bauch und wie sie wandert in deinen Unterkörper und wie sie wandert durch deine Beine, durch deine Oberschenkel, durch deine Waden, bis in die Zehenspitzen. Stell dir diese Wärme, diese wunderbar kribbelnde Wärme in einer Farbe vor, die du besonders liebst. Stell dir vor, dass dein Körper überall dort, wo es jetzt besonders warm ist, in dieser herrlichen Farbe aufleuchtet. Und während sich diese große Entspannung in dir ausbreitet, während du merkst, dass sich schon Gedanken verabschieden und dein Kopf allmählich reiner wird und freier wird und weiser wird, derweil darfst du mir an einen wunderschönen Ort folgen. Du darfst mir folgen auf eine Klippe mit einem wunderschönen Blick, auf ein glitzerndes, auf ein blaues, auf ein bis zum Horizont reichendes Meer. Vielleicht siehst du ein paar Möwen, die kreischend über dieses Meer fliegen. Du siehst leichten Wellengang. Du siehst dein Schiff am Horizont und du atmest diese salzige Luft. Du atmest diese vollständige Freiheit ein. Und noch rollt die Brandung zum Strand, noch trägt die Brandung das Wasser dem Land zu. Aber vielleicht ahnst du schon, was dieser Flut folgen wird. Vielleicht ahnst du schon, dass hier schon bald die Ebbe einkehrt. Und das Meer sein Wasser zurückholen wird und den Strand freilegen wird und allerlei Schätze dabei ans Licht kommen. Genau so wird es gleich auch in deinem Kopf passieren.
Du wirst erleben, wie dort die Ebbe einkehrt. Du wirst erleben, wie all die Gedanken, die dich an der vollkommenen Ruhe und Harmonie und Weisheit noch hindern. Du wirst erleben, wie diese Gedanken ganz langsam und sicher abfließen. Und du wirst staunen, welche Schätze dann in deinem Kopf, der leer ist von all diesen Alltäglichkeiten, leer ist von all dem, was dich noch bremst, was dort ans Licht kommen wird. Und jetzt siehst du, dass aus diesen Klippen eine Treppe nach unten zum Meer führt. Es ist eine Treppe mit 7 großen Stufen. 7 großen Stufen, die dich nach unten an den Strand führen. Und mit jeder Stufe, die du jetzt abwärts gehst, wirst du noch etwas ruhiger und gelassener und innerlich heiterer. Geh die erste Stufe und spür, wie deine Gedanken an den Alltag dort oben bleiben und dich verlassen. Geh die zweite Stufe und spüre, wie du dich weiter und weiter vom heutigen Tag entfernst. Geh die dritte Stufe und spüre, wie deine ferne Vergangenheit immer weiter in die Ferne rutscht. Geh die vierte Stufe und achte genau darauf, wie die Ruhe in deinem Herzen und in deinem Kopf weiter zunimmt. Geh die fünfte Stufe und spüre, wie du immer traumwandlerischer gehst, wie du gehen kannst, ohne hinzuschauen, weil du deinen Weg kennst. Geh die sechste Stufe und achte darauf, wie du immer mehr mit deinem Herzen, mit deinem innersten Wünschen und Sehnen in Kontakt kommst. Und jetzt geh die siebte Stufe hinunter zum Strand und merk dabei genau, wie du ganz leicht und unbeschwert, so leicht wie eine Möwe geworden bist. Du stehst jetzt unten am Strand und siehst dieses herrlich blaue Meer vor dir liegen. Dieses Meer, das bis zum Horizont reicht. Dieses Meer, das sich irgendwo in der Ferne mit dem Himmel vereinigt. Als gäbe es ein Meer unten und ein Meer oben. Und genau so, wie sich dieses Blau am Horizont vereinigt, so kann sich auch in dir das Denken und das Fühlen vereinigen.
vereinigen zu einer wunderbaren Harmonie. Und jetzt achte einmal darauf, wie das Meer allmählich beginnt, die Ebbe kommen zu lassen. Achte darauf, wie das Wasser seine Richtung wechselt. Achte darauf, wie die Fluten sich ins Meer zurückziehen, wie der Strand frei vom Wasser wird. Achte darauf, wie er ans Licht kommt, mit dem Sand und den Muscheln und ein paar Seesternen. Und je länger du diesem Schauspiel zuschaust, wie sich diese Fluten zurückziehen, wie sie freiwillig weichen, wie sie den Strand erst wieder sichtbar machen. Je länger du zuschaust, desto klarer wird dir, dass in deinem Kopf genau dasselbe passiert. Die Flut der Gedanken, die dich alltäglich überlagert, diese Flut der tausend Dinge, die dich trennt von deinem Fühlen und deinem Empfinden und deinem wahren Ich, diese Flut der tausend Dinge, die zieht sich zurück wie die Flut des Meeres. Stell dir vor, wie diese Gedanken gleich einem großen Strom aus deinem Kopf hinausfließen. Stell dir vor, wie die Gedanken des heutigen Tages sich aus deinem Kopf verabschieden, wie sie davonfließen und sich irgendwo am Horizont verlieren, so wie sich das Wasser des Meeres bei Ebbe zurückzieht. Stell dir vor, wie all die Gedanken, die du anderen Menschen widmest und die nicht positiv sind, stell dir vor, wie all diese Gedanken aus deinem Kopf fließen und fließen und fließen, bis sie sich irgendwo am Horizont verlieren. Stell dir vor, wie all die Gedanken über dich selbst, die dein Selbstbewusstsein nicht stärken und die nicht positiv sind und nicht zuversichtlich sind. Stell dir vor, wie all diese einschränkenden Gedanken aus deinem Kopf hinausfließen, wie sie abfließen gleich dem Meer bei Ebbe und wie sie sich irgendwo in der Ferne verlieren. Und je länger du diesem Schauspiel des Meeres folgst, diesem gewaltigen Naturschauspiel,
diesem Abfließen der Wassermassen, desto mehr merkst du, wie leicht es dir fällt, all die Gedanken deines Kopfes loszulassen, fließen zu lassen und dabei zuzusehen, wie sie sich am Horizont verlieren. All deine Gedanken aus der fernen Vergangenheit, die dich nicht bestärken und dir nicht gut tun. All diese Gedanken aus der fernen Vergangenheit, die fließen jetzt genau dorthin zurück. Die verlieren sich jetzt am Horizont und sie verlieren sich in der Zeit. Und vielleicht spürst du schon, was für eine herrliche Reinheit und Weisheit und Befreitheit sich in deinem Kopf jetzt ausbreitet. Dein Kopf ist so klar, so rein, so frei von allem. Und jetzt liegt dein innerster Kern so offen wie der Sand des Meeres. Und wenn du genau hinschaust, wirst du ganz viele Perlen in deinem Kopf entdecken. Perlen, die überlagert waren von all diesen unwichtigen Fluten. Perlen, die ganz in der Gegenwart liegen, in diesem Moment, den du jetzt genießen kannst. Und wenn du magst, kannst du die folgenden Gedanken einfach einmal mitdenken, denn sie reinigen deinen Kopf weiter. Ich bin gut in meinem tiefsten Kern. Ich bin stark in meinem tiefsten Kern. Ich bin frei in meinem tiefsten Kern. Und ich entscheide selbst, was ich von mir halte. Ich entscheide mich dafür, ein glückliches Leben zu führen. Ich entscheide mich dafür, mir selbst Wertschätzung zu schenken. Ich entscheide mich dafür, meine Liebe in diese Welt strahlen zu lassen. Ich entscheide mich dafür, mich auf all das zu konzentrieren, was mein Leben glücklicher und freier macht. Ich beschäftige meine Gedanken und meine Gedanken beschäftigen mich nicht. Ich bestimme, was in meinem Kopf geschieht. Ich bestimme, welche Gedanken meinen Kopf betreten können. Und ich bestimme, welche Gedanken abzufließen haben. Ich genieße die Reinheit meines Kopfes. Ich genieße die Klarheit meines Kopfes.
Ich genieße es, meinen Kopf selbst zu bestimmen. Und wie die Natur, wie die Gravitationskräfte das Meer in Bewegung setzen, so setze ich meine Gedanken in Bewegung. Und jetzt ist mir klar geworden, wie schön es ist, weniger zu denken. Und jetzt ist mir klar geworden, wie schön es ist, das Bereichernde zu denken. Und jetzt ist mir klar geworden, dass es nur an mir liegt, die Perlen meines Denkens freizulegen. Ich genieße es, einen so leeren und reinen Kopf zu haben. Ich genieße es, frei von allen Gedanken zu sein, die mich nicht beflügeln. Ich genieße es, meine Gedankenströme nach Belieben abfließen zu lassen. Ich genieße es, gedanklich so frei wie eine Möwe über dem Meer zu sein. Ich genieße es, mich selbst zu spüren. Ich genieße es, mit mir selber eins zu sein. Ich genieße es, die Grenze zwischen Denken und Fühlen aufzuheben. Ich genieße es, meinen Kopf für mich, für mein Glück zu nutzen. Und jetzt hast du die Chance, dich noch einmal in deinem Kopf umzuschauen. Ist dein Kopf jetzt so leer wie der Strand vor dir, von dem das Wasser abgeflossen ist bis zum Horizont? Schau mal hinaus auf das Meer. Ganz viel Strand liegt davor. Und so sieht es auch in deinem Kopf aus. Es sind die Gedanken abgeflossen. Und dein Kopf ist rein wie dieser Strand. Und dieses Gefühl, dass dein Kopf so leer ist, und so rein ist. Dieses Gefühl darfst du jetzt ein paar Augenblicke lang genießen, ehe die Flut wieder kommen wird, aber diesmal wird es eine Flut guter Gedanken sein, positiver Gedanken sein, ermutigender Gedanken sein, und ehe du diese Flut in deinen Kopf holst, genießt du jetzt einmal diese vollständige Leere und Autonomie und Weisheit. Es ist ein erhebendes Gefühl, wenn du dir bewusst machst, dass du über deine Gedanken bestimmen kannst. Du bestimmst, was du denkst, und damit bestimmst du auch, was du fühlst, und damit bestimmst du auch, wer und was du bist.
ob glücklich oder unglücklich, ob stark oder schwach, ob ausgeglichen oder unausgeglichen. Du beschäftigst deine Gedanken und du bestimmst, wie du dich fühlst. Und jetzt siehst du am Horizont, wie die Wassermassen allmählich ihre Richtung wieder wechseln, wie das Wasser, das herrlich blaue, glitzernde Wasser, wie das Wasser sich langsam, aber mit unaufhaltsamer Kraft wieder dem Strand und den Klippen nähert. Und so kannst du jetzt deinen leeren Kopf auch wieder füllen. Aber du entscheidest, welche Gedanken es sein sollen. Vielleicht willst du deinen Kopf füllen mit dem Gedanken an einen besonders schönen Moment deines Lebens, mit einer glitzernden Perle, deren Strahlen dich bis heute beglückt. Denk jetzt einmal ganz intensiv an einen Moment, den du so richtig genossen hast, an einen Moment des Glücks und des Erfolges und des vollkommenen Wohlfühlens. Ruf dir diesen Moment mit allen Sinnen in deinen Kopf. Und er wird zu dir fließen, wie die Brandung des Meeres jetzt auf den Strand zurollt. Und ruf dir jetzt eine Eigenschaft ins Gedächtnis, die dich besonders auszeichnet. Eine Eigenschaft, die du an dir magst und die vielleicht auch von anderen Menschen geschätzt wird. Denk jetzt an diese Eigenschaft und an einen Moment, in dem du sie bewiesen hast. Stell dir alles in Farben und Bildern und in jedem Detail vor. Und denke jetzt an einen Menschen, dem du viel verdankst, an einen Menschen, der dir Glück in deinem Leben geschenkt hat. Denk jetzt ganz intensiv an diesen Menschen und spüre, wie die Gedanken an ihn in deinen Kopf rollen, so wie die Brandung des Meeres zurück zum Strand rollt. Und denke jetzt an einen Augenblick, in dem du vollkommen unbeschwert warst, unbeschwert und spielerisch wie ein Kind. Ein Moment, in dem alles von alleine geschehen ist und in dem dein Leben gut war, genauso wie es war. Stell dir diesen Moment mit jedem Anblick, mit jedem Geruch und mit jedem Geräusch vor und verfolge genau,
wie er jetzt in deinen Kopf fließt, genau so wie die Brandung, da die Flut wieder kommt, zurück in Richtung Strand und Klippen fließt. Und denke jetzt an eine Herausforderung, die vor dir liegt, an ein Ziel, an einen Traum. Und stell dir vor, wie du zuversichtlich dieses Ziel angehen und dieses Ziel erreichen wirst. Und beobachte, wie die Vorstellung an dein Handeln, an deine Schritte zum Ziel, wie diese Vorstellung deinen Kopf flutet, so wie die Flut des Meeres unaufhaltsam zurück zum Strand rollt. Und jetzt genieße noch einmal die Macht, dass du selbst deinen Kopf leeren kannst, deinen Kopf frei machen kannst von allem, was dir nicht nützt und dir keine Energie schenkt. Und genieße es, dass du deinen leeren Kopf, wann immer du das willst, füllen kannst mit Gedanken, die dich beflügeln und die dich bestärken und die dir ein wunderbares Gefühl in die Mitte deines Herzens zaubern. Du beschäftigst deine Gedanken und wie ein Arbeitgeber seine Mitarbeiter entlassen kann, so kannst du deine Gedanken entlassen, kannst sie abfließen lassen, wie die Ebbe des Meeres das Wasser abfließen lässt. Und wie ein Arbeitgeber den Beschäftigten sagen darf, was sie zu tun haben und wann sie in die Firma zu kommen haben, so kannst du deine Gedanken beschäftigen. Du kannst sie zu dir kommen lassen, wie die Flut des Meeres zum Strand kommt. Und du allein bestimmst, was diese Gedanken in deinem Kopf tun. Und weil du dich gut fühlen willst und energievoll und stark, darum rufst du gute und energievolle und stärkende Gedanken in deinen Kopf. Jetzt hast du dieses Prinzip verstanden und jetzt kannst du es immer wieder anwenden und deinen Kopf leeren und deinen Kopf mit dem Erfüllenden füllen. Wirf noch einen Blick hinaus auf das Meer, dessen Brandung jetzt wieder bis vor deine Füße hingerollt ist. Wirf noch einen Blick auf das Meer und höre die kreischenden Möwen, ehe du dich langsam und gelassen und erfüllt umdrehst zu den Klippen hin und wieder die Treppe mit den großen Stufen nach oben nimmst. Mit jeder Stufe, die du jetzt nach oben gehst, kommst du mehr in der Gegenwart
mehr im Jetzt an. Du nimmst die erste Stufe und du spürst deinen Körper wieder deutlicher. Du nimmst die zweite Stufe und du denkst an Dinge, die du vor dieser Hypnose getan hast. Du nimmst die dritte Stufe und denkst an das, was gleich bei dir anliegt. Du nimmst die vierte Stufe und spürst den Raum um dich herum wieder deutlicher. Du nimmst die fünfte Stufe und du denkst daran, wie spät es jetzt wohl ist. Du nimmst die sechste Stufe und du bewegst deine Zehen und deine Finger und spürst dich. Und jetzt nimmst du die siebte Stufe und du öffnest die Augen und du kommst wieder ganz in der Gegenwart an. Und vielleicht willst du dich ein bisschen schütteln, vielleicht ein bisschen bewegen, sodass du wieder richtig in diesem Moment ankommst. Und ich lade dich ein, immer wieder diese Hypnose zu nutzen, um deinen Kopf frei zu machen von dem, was ihm nicht nützt, und zu füllen mit dem, was ihm nützt. Hör diese Hypnose mindestens 30 Tage am Stück und du wirst eine ganz verblüffende Wirkung feststellen. Und gern möchte ich dich auch weiter in deinem Alltag unterstützen. Ich schenke dir jetzt mein Videoseminar Das 3-Minuten-Geheimnis. Es ist wirklich umsonst, dieses kostbare Seminar kostet dich keinen Cent. Ich zeige dir eine Methode, mit der du mit nur 3 Minuten pro Tag dein Leben und dein Bewusstsein und dein Denken komplett verändern kannst. Ich verdanke dieser Methode alles und du kannst es jetzt kostenlos ausprobieren. Klick gerne den Link in der Infobox und wir blenden es auch ein. Und nun wünsche ich dir einen Tag mit erfüllenden Gedanken und ich freue mich schon, dich hier wieder zu treffen. Dein Martin Wehrle.